Dann begrüße ich euch zu der ersten Jagd hier in Ratenfeld. Drückjagd heute. Volle Besatzung. Ich hoffe, es wird recht erfolgreich. Ich habe ein paar Sitze im Revier verteilt. Und dann gucken wir mal, was so wird. Ja, erstes Treiben wird in Ratenfeld stattfinden. Beim zweiten Treiben setzen sich auch noch drei Personen ins andere Revier, ins Revier Schönefeld. Die bestimme ich dann aber nachher spontan, würde ich sagen. Je nachdem. Ja, Ablauf wisst ihr ja schon. Vielleicht machen wir noch ein drittes Treiben, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie Lust und Laune ist. Aber zwei machen wir auf jeden Fall. Dann Freigaben lese ich ruhig nochmal vor. Rotwild weiblich ist komplett frei. Sobald ihr einer 10 Stück geschossen habt, könnt ihr da bitte aber auch stoppen. Rotwild männlich darf jeder einen Kronenlosen Hirsch Stufe 1 bis 6 schießen. Dammwild ist weiblich auch komplett frei, gilt aber das gleiche wie bei Rotwild, wenn da einer viel hat. Dann lasst gerne mal ein bisschen was laufen für die anderen. Dammwild männlich ist gar nicht frei. Schwarzwild ist komplett frei. Rehwild weiblich ist komplett frei. Böcke sind jeder ein, egal welche Stufe, egal wie stark, wie schwach, wie. Schießt einfach einen Bock. Und Raubwild ist komplett frei. Wiesente, Gänse, Kaninchen und sonstige Eichhörnchen sind nicht frei. Falls ein Biber vorbeikommt, könnt ihr den auch nochmal umnieten. Der hat mich schon wieder ganz schön geärgert beim Aufbauen, aber ja, ne? Sonst, ja, zu den Freigaben denke ich mal, war es das. Für die, die nachher mit ins Revier Schönefeld gehen, kriegen da, denke ich mal, von dem Revierleiter nochmal gesagt, ob das die gleichen sind oder ob es da andere Abweichungen gibt. Das, Ja. könnt ihr dann den Ansteller da drüben fragen. Ja, das dazu. Bitte alles eintragen, was geschossen wird. Egal, ob es Krone hat oder nicht. Trotzdem eintragen und dann passt das. Dann achtet auf euren Schuss. Bitte nur mit Kugel fangen, ganz wichtig. Auf die Straße ist kein Kugel fangen. Lasst lieber ein Stück laufen, als wenn ihr irgendwie Scheiße baut, auf gut Deutsch gesagt. Das ist das Stück dann auch nicht wert. Dann habe ich lieber einen nicht erfüllten Abschlussplan, als nachher hier irgendwer, der nicht mal beim RP mitspielen kann. Genau, dann, wenn es Nachsuchen gibt, gerne irgendwie zwischendurch ins Nachsucheprotokoll schreiben. Am Ende gucke ich mir das an und dann machen wir das Ganze auch. Sonst noch zum Ablauf: Der Treiber schießt gar nicht, bitte sehr. Einmal bin ich das und einmal ist das Nils. Das heißt, das kann Abweichungen geben. Mal gucken, das erste Treiben macht Nils, das zweite Treiben mache ich also. Und dann gucken wir mal. Ja, erste Treiben hat 5 Treiben, zweite Treiben hat 4 Treiben. Ich denke mal, das wird soweit ganz gut gehen. Sonst Einweisungen gibt es noch am Stand. Ich werde heute alle anstellen, außer die drei Leute in Schönefeld. Die wird dann der Harry anstellen. Ja, da bin ich auf dem Stand angekommen. Ich habe mir hier einen schönen Stand am See rausgesucht. Es knallt auch schon ein bisschen. Wir filmen das Ganze heute aus zwei, beziehungsweise vielleicht sogar drei Perspektiven. Bei der einen Perspektive sind wir uns noch nicht so ganz sicher, ob das alles so klappt. Aber auf jeden Fall wieder Julian und ich sind dabei. Und dann gucken wir mal, was hier kommt. Er hat schon eine Ricke gecallt. Ich denke mal, das wird schon was. Da läuft ein Bock, aber war hochflüchtig. Schade. Ricke, Geist. Bock. Kannst du mal nicht so flüchtig sein, bitte? Keine Chance. Der kommt aber in deine Richtung, Julian. Ja, vielleicht. Da wechselt mich was an. Ich kann es nur nicht ansprechen. Oh, ne Geiß. Ja. Hochflüchtig will ich die da jetzt nicht beschießen. Und durch die Büsche. Das hat nicht gepasst. Oh, da kommt wieder noch eine Geiß, beziehungsweise Ricke.
Aber wieder hochflüchtig, spitz von hinten. Schwierig, da was zu machen. Gut. So, jetzt liegt er aber auch. Ein bisschen schwierig, den jetzt so zu schießen. So, dann schauen wir uns mal das Stück Dammwild an. Hier ein passendes Schmaltier. Sauberer Schuss. Ticken weit hinten, aber trotzdem noch okay. Wird eingetragen. Und da vorne müsste auch noch unser Füchschen liegen. Leider, Treiben vorbei und bei mir ist nichts gekommen. Also nichts, es ist was gekommen. Der Bock ist zweimal vorbeigehuscht. Aber konnte ich leider nicht erlegen. Aber ich habe gesehen, bei den anderen beiden Schützen, die aufgenommen haben, da ist was gekommen. Ich weiß es selber noch nicht, wie es gelaufen ist. Von daher, ihr werdet es ja schon gesehen haben. So, wir sind jetzt hier im zweiten Treiben. Ist ein sehr interessantes Treiben. Es ist ein revierübergreifendes Treiben. Wir sind ja heute eigentlich im Revier Ratenfeld unterwegs. Und jetzt aber auch im Revier Schönfeld, wo ich auch einen Begehungsschein beim Harry habe. Und das heißt, wir haben uns jetzt hier hingesetzt und jagen jetzt aber nicht nach den Freigaben von der Ratenfelder Drückjagd, sondern nach den Freigaben, die für unser Revier, also unser, ich bin ja Begehungsscheininhaber, für das Revier vom Harry noch passen. Der muss auch noch ein bisschen was schießen und ja, wir haben uns jetzt hier dazu gesetzt und schauen, der Treiber fährt auch an uns vorbei. Ich habe hier auf jeden Fall einen sehr interessanten Stand, wie ich finde. Und da kommt direkt Wild. Ein Bock. Hochflüchtig, den will ich jetzt hochflüchtig nicht beschießen. Wie gesagt, ein sehr anspruchsvoller Stand. Oh, da kommen Sauen. Einzelne Bache. Da geht's direkt ab hier. Wo ist die jetzt hin, ey? Da kommt sie. Liegt im Knall. Ja, der Stand funktioniert auf jeden Fall. Hab eine sehr, sehr große Fläche. Das heißt, ich muss immer die Augen offen halten. Wird ein bisschen anstrengend, aber dann schauen wir mal, was noch so kommt. Ah, schade. Da oben ziehen die Sauen gerade weg. Hatte ich aber auch keinen Kugelfang mehr. Die müssen irgendwo hinter der Kuppe hier durchgekommen sein und dann da oben über den Horizont. Da kann ich aber natürlich nicht schießen. Je nachdem, wie der Treiber gleich nochmal fährt, vielleicht kommen sie ja dann nochmal, aber ich denke eher beim anderen Schützen hinter dem Hügel hier. Ja, mal schauen. So, da kommt ein Keiler. Liegt im Knall. Puh. Ich muss sagen, oh, da kommen noch mehr Sauen. Schwierig, die zu beschießen. Das ist ein bisschen weit. Ich muss sagen, ich bin echt zufrieden mit dem Stand. Man hat hier so eine schöne weite Sicht. Das ist echt nicht schlecht. Das ist echt ein Top-Stand hier. Ein bisschen mehr Wild könnte noch kommen, aber haben wir ja bis jetzt erst einen Durchgang gemacht. Da kommen ja noch ein paar. Da kommen wieder Sauen. Wenn sie da gleich rauskommt, schieße ich. Schwierig mit dem Kugelfang. Ah, das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Der war vorbei, glaube ich. Schade. So, da kommt ein guter Schaufler. Und da wir hier im Nachbarrevier sind, ist der auch frei. Und da liegt er auch. Da hinten kommt Rehwild. Ah, läuft leider weg aus Sichtweite. Schade. So, da steht noch ein Knieper. Beziehungsweise Stand.
Und da kommt nochmal ein Stück Kahlwild. Das ist nicht krank, komischerweise. Noch ein Knieper, den schieß... Na, den schieß ich jetzt nicht. Ich will jetzt hier nicht drei Knieper schießen. Aber das mit dem Dammwild ist ein bisschen schade, dass das im Schuss irgendwie komisch abgesprungen ist. Da werde ich auf jeden Fall nochmal schauen, ob da ein Anschuss zu finden ist. Aber ich denke, der war vorbei. So, jetzt ist Aufsammeln eingesagt. Und dann gehe ich nochmal durch, was ich denn alles beschossen oder geschossen habe. Hier haben wir einmal die Bache. Hat auf jeden Fall einen, ja, tödlichen Schuss kassiert. So, Bache Nummer 1 haben wir. Dann irgendwo hier muss gleich noch ein zweiter Knieper liegen. Aber dann haben wir einmal... Ah ne, da vorne. Hier haben wir Nummer 1. Oh, mit einem sauberen Schuss. Also wirklich, besser geht's ja kaum. Perfekt. Aufs Herz. Drauf getroffen. Also so. So muss sein. Wird auf jeden Fall eingetragen. So, ja, der hat einen ordentlichen 300 Winmark-Schuss abbekommen, würde ich mal sagen. Lag aber im Knall. Klar, zum Aufbrechen ist ein bisschen blöd. Aber das Tier hat nicht gelitten. Dann schauen wir uns mal an, ob das Stück Kahlwild hier, wo stand denn das? Das stand da hinten. Hier ist aber kein Anschuss zu finden. Dann schaue ich nochmal genau nach dem einen Keilerchen. Der, genau hier, ist das Kabel durchgezogen. Ist auf jeden Fall kein Schweiß zu sehen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich vorbeigeschossen habe. Da wird aber sonst auch nochmal mit dem Hund nachgeschaut. Hier ist auf jeden Fall das Keilerchen. Ja, ein bisschen weit hinten, aber immer noch okay. Zweier Keiler. Und was haben wir hier? Oh, das sieht nicht so schön aus. Dann haben wir vielleicht doch hier ein Stück Kahlwild. Ja, sieht ganz danach aus, als hätten wir das Stück Kahlwild krank geschossen. Auweia. Ja, das ist dann auch meine erste Nachsuche. Ich werde dann gleich mal hier beim Anschuss warten, damit ich den nicht verliere. Genau hier. Und dann, ja, sehen wir uns. Ich melde mich dann nochmal zum Ende und sage, ob wir hier die Nachsuche erfolgreich ausgeführt haben. Ob wir die erfolgreich beendet haben oder nicht. So, wir sind jetzt gerade fertig mit der Nachsuche. Die war erfolgreich. Wir haben ein Stück Dammwild gefunden. Also das Stück Dammwild, was sich so blöd im Schuss weggedreht hat, habe ich doch noch getroffen. Und eine Sau lag hier auch noch, die ich beschossen habe. Das war keine Nachsuche. Wir sehen uns dann. Vielleicht gibt es noch ein drittes Treiben. Ich glaube, du sagst, wenn er nicht kommt, dann schießt trotzdem ein. Oh, in dem Treiben, Maurice, in dem Treiben sollte er nicht Rotwild sein. Ein Siebener bei mir. Oh, ich häng fest mit dem Pad oder was? Oh, nee. Dann, schon mal ein Danke an alle, dass ihr da wart. Wir haben jetzt im Revier Ratenfeld 35 Stücken erlegt bekommen und im Revier Schönefeld 11. Zusammen sind es also 46 Stücken heute auf der Jagd. Ja, leider ein bisschen zu wenig Rotwild, finde ich, aber kann man nicht ändern. Allgemein sind eher mehr Füchse und Schweine gefallen als Rehwild, Dammwild und Rotwild zusammen. Ist ein bisschen traurig, aber naja, dafür, dass es das eigentlich auf die drei Wildarten ausgerichtet war. Geschlossene Bauernjacht. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Für mich war es ganz gut. Ein Treiben, wo ich nichts geschossen habe, durfte ich Schütze machen und dann musste ich den Rest treiben, weil, ne? Und so. Aber naja. Also, wir haben ein bisschen was geschafft beim Abschlussplan, aber leider noch nicht alles.